Frühlingshaft, Vogelgezwitscher aus rund 350 Kehlen von Sing- und Ziervögel hat am letzten Wochenende die alte Turnhalle in Höri belebt. Zum zweiten Mal seit der Vereinsgründung 1986 hat der Vogelzüchterverein Zürichland seine grosse Vogelausstellung durchgeführt, wo einmal mehr auf reges Interesse gestossen ist. In Ausstellungskäfigen und Volieren haben ungefähr 50 Züchter ihre gefiederten Liebling vorgestellt und so gängige Arten wie Wellensittich und Kanarienvögel auch zum Kauf angeboten. Die ausgestellten Vögel haben ihre Vorfahren vorwiegend in Afrika, Südamerika, Asien oder auch Australien gehabt. Was in Höri auf den Stängeln gesessen oder im Käfig rumgehüpft oder geflogen ist, das sind aber praktisch alles Vögel gewesen, die in der Schweiz gezüchtet worden sind. Die farbenfrohen Sing- und Ziervögel, die sich in Höri vorgestellt haben, sind gute Reklame für die Arbeit der Schweizer Vogelzüchter gewesen und machen schon wieder lustig auf die nächste Ausstellung. 1990 sollen nämlich die sogenannten Gesangskanarien im Mittelpunkt stehen. Die Vögel können nicht nur piepsen oder chirpen, sondern ganze Melodien pfeifen. Wenn man weiss, dass es auch unter den bekannten Popstars ganz schön exotisch bunte Vögel hat, warum sollen dann nicht auch einmal Gesangskanarien einen Angriff auf die Hitparade machen? Y las plumas sacudir, la colita remover, chiu, 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 la rodilla doblará.